Mit Geschnetzeltes. Mhm. Ihr könnt dich Nico gebrauchen mit dem Mörser, dass er sich darum kümmert. Ich würde erstmal einen nehmen, der hochläuft, weil das musst du ja auch. Dafür bist du zuständig. Ja, das ist ja ein Nahkämpfer. Ja. Am besten dann Nico, der dann auf die Geschütze draufballert. Mhm. Dann würde ich mich als Nächste ziehen und den Dave als Viertes für eine Runde heilen. Für das, was die dann schon da für einen Schaden verursacht haben. Werden wahrscheinlich eh auf dich gehen, wie ich das meistens kenne. Oder auch gar nicht treffen. Oh, die Russen kommen. Und einer ist ja im Lazarett. Richtig. Da habe ich immer das Gefühl, da ballern sie immer drauf. Ja, die ballern als Erstes aufs Lazarett und dann bist du halb tot. Das ist ganz toll. Ja, weil du das finde ich sowieso ein bisschen fies, weil anscheinend ist der ja schon verletzt. Ja. Die Kanonen dieser Schlucht richten den ganz Sauschgalasi und Verwüstungen an. Bringen sie zum Schweigen und die Insel gehört uns. Kopf einziehen, das den Wagemutigen winkt Beförderung. Der Wagemutige ist hier Alex. Genau. Was man ja nur mit einem HX-TNT wirklich aufgepumpt bekommt. Wo du am Verzweifeln bist, wenn das Ding nicht aufgegangen ist. Das war ein anderes Level. Das war ja die andere Wüste, wo diese beiden Orden in dem einen Käfig da. Aber ich glaube, bei dem hier auch. Bei dem hier, das habe ich hingekriegt. Da habe ich auch ein HX-TNT gefunden. Bei der anderen Mission, da habe ich doch so lange drauf geballert, da kam das HX-TNT erst später mit einem Fallschirm. Und ich wusste das nicht. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, Mensch, hier kriegst du nichts. Das musst du irgendwie aufballern. Okay. Ja, und dann kam es einfach vom Himmel gefallen. Toll. Du nimmst aber mal unterwegs was mit. Das darfst du so nicht machen. Oh, hast du Schwein gehabt. Damit du nicht ganz hilflos bist. Das hat es aber auch Zeit gekostet. Ich bin euer Angstgegner. Ey, gut. Guck dir mal die Zeit unten. Ja, ich hab das gesehen, deswegen. Das war ganz schön knapp. Also wenn du ein also wenn du einen Mörserspezialisten brauchst, hast du. Sag Bescheid. Kannst du mit dem auch nochmal da oben. Hab ich vor. Ich glaube, dann ist das erste Geschütz auch kaputt, wenn ich den richtig einsetze. Das ist zu. Das schießt dir direkt auf den Kopf, genau. Stehe bereit, Herr General. So, erstes Ding ist kaputt. Geil. In zwei Zügen. Ja. Ohne Probleme bei mir. Es läuft. Der Don. Also ich muss ernsthaft sagen, am Anfang des Let's Plays habe ich gesagt, ich habe Probleme mit dem Mörser. Ich glaube, ich muss... Hab ich nicht eben gesagt, die Russen kommen? Ich dachte, wir müssen jetzt gegen die Roten. Nee. Laut Karte. Echt? Nee. Sicher? Habe ich mich da so verguckt? Das war doch rot. Aus dem Weg, Schweinebacke. Da war noch rot und da war noch eine andere Farbe, die mir jetzt nicht einfällt. Den beklaue ich mal. Dann haben wir den eigentlich verhandlungsunfähig. Kannst du den da eigentlich rumlaufen lassen. Oder? Der ist ein Schütze, oder? Ja. Ja, okay, dann hat er nichts mehr. Du kannst aber schon mal da oben, da ist ja einer mit der Kiste, den kannst du schon mal ein bisschen ankratzen. Mit dem Mörser, den du jetzt kriegst. Nee, Bazooka. Bazooka. Wie fällt das Geschütz da oben noch? Kannst du auch anschießen, ist egal. Ah, es reicht nicht. Schade. Kannst du aber schaffen. Also zumindest das Treffen. Du schießt einfach auf die Kiste da oben auf dem Hügel da. Ja. Diese gut getarnte Kiste. Ein Baumweb, viel schwerer. Wenn er so drei man nicht erkennt, da kann man ja auch nicht erkennen, dass da ein Schwein drin ist. Ja. Das ist ja nur ein Scout. Also wir haben eigentlich nur zwei Schützen, ein Scout und das war's schon. Ja, also wenn man schnell genug diese Geschütze platt kriegt, so wie ich jetzt, dann ist das eigentlich relativ einfach. Ja, das habe ich bloß nie so gemacht. Weil du nicht mit dem Mörser umgehen konntest. Richtig. Das ist ja stark. Lernt man doch noch mal was von. Perfekt, ey. Hat er gut gemacht. So, du kannst eigentlich auch hochrennen. Der Chirurg, ne? Ja, renn hoch. Das wird er aber nicht schaffen.
Doch, überhol den einfach jetzt da immer weiter, weiter, weiter. Weiter. Ich bin echt auf deine zweite Runde gespannt, muss ich ernsthaft sagen. Ja, du musst doch ein halbes Jahr warten. Aber nimmst du von voraus auf, oder? So wie ich das quasi mache, oder? Ja, aber jetzt noch nicht. Das nehme ich dann auf, wenn ich es auch wirklich dann hochlade. Ich nehme ja immer das auf, was auch wirklich kommt gerade. Schön an den Felsen ran. Gut. Perfekt. Ja. Ich habe noch nie erlebt, dass die rausgegangen sind. Ja, das machen sie ja eigentlich nur, wenn das Geschütz leer ist. Im Namen der Föderation. Das könnte jetzt 100 weh tun. Und das tut auch 100 weh. Ei, das ist aber eine heftige Waffe. Das ist die stärkste Waffe, was die haben. Was liegt an? Die geht zwar nicht weit, aber die ist nicht ohne. Schieß auf den Schützen. Meinst du auf den Schützen rechts oder meinst du auf das Geschütz? Nee, den Schützen. Der Scout. Rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. Weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. Da ist er. Das Schwein. Das böse Schwein. Oh. Ja, genau. Was ist denn da drin? Was hat er jetzt bekommen? Ist da nicht eine Clustergranate drin? Der kann nichts machen? Jetzt solltest du ganz schnell dir Medizin verschaffen. Links ist eine Kiste. Da irgendwo. Da so. Ist sie nicht so hoch? Nee, mit dem musst du jetzt nicht weiter. Achso, okay. Ja. Du kannst dich nicht heilen. Also wenn sie auf den gleich schießen, hast du ein Problem. Deswegen soll er mal ganz weit weggehen. Du humpelst schon, ey. Hast du dich verletzt? Ein bisschen. Mir wurden ja nur 100 abgezogen. Hättest du Mörser noch nehmen können? Na gut. Hätte. Stimmt! Ja. Ihr seid deklassiert. Warum sagst du das nicht eher? Hab ich doch. Ich wusste nicht ganz genau, wo der steht. Ja, ich auch nicht mehr. Dumbo. Es wäre aber jetzt nicht clever gewesen, ihn zu erledigen. Fällt mir gerade ein, dann wäre der nicht im Geschütz dran gewesen. War gleich ist Nico dran. Der muss das Geschütz erledigen. Mhm. Aber das wird nicht einfach werden. Der ist reichlich verwirrt, der Kerl. Ich weiß leider nicht, was in der Kiste drin ist. Dynamit? Nico hat auch nicht mehr viel jetzt. Mhm. Gut, das könnte wieder ein Tod werden. 20, um ganz genau zu sein. Mach den Tod. Ich muss mich um das Geschütz kümmern. Ja, dann. Okay. Dann hol dir zumindest noch eine Medizinkiste. Hast recht. Kommst du da noch hin? Ja, ne? Eine Schatz. Da unten ist eine irgendwo. Ja, dann musst du von da aus mit dem Mörser ballern, das geht auch. Ich und mein Mörser-Talent. Das schaffst du. 20, boah, egal. Ganze 20. Das ist egal. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Tja. Jetzt ist guter Rat teuer. Das wird denen eine Lehre sein. Genau, auf dieses blöde. Der hätte gepasst! Der hätte gepasst! Ja, das wäre ganz gut gekommen, glaube ich auch. Ah, nee, wie ärgerlich. Der war richtig gut. Hä? Seit wann gehen die raus? Das machen sie manchmal, ja. Das doch. Ist mir komplett neu. Ist die raus? Manchmal gehen sie aber auch wieder. Nein. Was hat der denn gemacht? Nein! Hä? Was macht der? Ich hab keine Ahnung. Was ist das denn für ein geiler Bug? Abgestürzt? Ey, das habe ich auch noch. Wir sind eine Sensation, ey. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Spiel macht. Ach so, die Schweine bewegen sich da hinten noch. Der Sound ist gut. Das habe ich ja noch nie gehabt. Dass ich da reingebackt. Ja, das war doch mal eine schöne Runde. Zwangsaufgabe erforderlich.
Speckzucker. Ey, das war so gut, die Dinge. Oh, das gibt es doch nicht, ey. Aber, da, aber das sehen wir jetzt nicht als Niederlage, ja? Naja, nee, eigentlich nicht. Ne? Du hast ja kein Schwein verloren. Also es ist keine Niederlage. Zwang. Ey, dann nur dieses Quiek, Quiek, Quiek. Hat er die ganze Zeit gequiekt? Ja. Cool. Ich glaube, das schneide ich extra raus, ey, und lade sofort seitig hoch. Ja, genau, so ein kleiner Teaser. Och Mann, ey, es lief so gut. Muss man ja mal sagen. Dafür machst du es jetzt noch besser. Ja, das glaube ich auch. So. Mit dem läufst du jetzt aber schön weiter, ohne dir die Mörser zu schnappen, weil dann trifft er dich auch nicht mit diesem Mega-Schuss da. Doch, den nehmen sie immer, wenn du extrem nah dran bist. Ja, aber dann bist du ja nicht dran. Du warst, die haben sie ja nur genommen, weil du jetzt so dicht dran warst, wie du schon sagst. Du musst einfach weiterlaufen jetzt. Den haben sie bei dir auch benutzt. Aber mich haben sie nicht getroffen. Bei mir haben sie nie 100 abgezogen. Nee, ja, weil wenn der perfekt sitzt, ziehen sie dir genau 100 ab. Weil ich glaube, sie sind, glaube ich, 8. Geh schön nach rechts an die Felswand dran, dann treffen sie dich auch nicht so. So. Kleiner Geheimtipp. Alex läuft und läuft und läuft und kommt nie an. Wieso eine Duracell-Batterie? So, der geht jetzt eh aufs Feldlazarett. Das verstehe ich auch nicht. Diesmal könnte er treffen. Schussbahn, Captain. Also halbwegs stand, den kannst du noch zwei. So, jetzt machst du wieder da oben das Geschütz kaputt. Jo, geht nur leider nicht. Also halb. Ankratzen. Guck ich. Und einen kannst du dann da oben raufschicken. Der kann auch noch einen Mörser benutzen. Da ist ja noch einer. Hier ist wieder guter Rat teuer. Stier bereit, Herr General. Ne? Ja, ja, passt schon. Der war diesmal. Der war definitiv zu kurz. Das hat 13 abgezogen. Gehen die ja nochmal aufs Feldlazarett? Ne. Das macht nur der Erste, ne? Ja. Das war nicht gut. Ist er tot? Ja, der ist tot. Das ist aber jetzt eine Niederlage. Zu erkennen an dem Grabstein, der jetzt... Ach so, der hat ja vorher schon abgebrochen. Hör mal kurz Teamänderung. Mach mal kurz Teamänderung. Was willst du denn ändern? Wir machen jetzt mal kurz Teamänderung. Wir ziehen den Alex mal weiter runter, dass du später losläufst. Warum? Wir tauschen jetzt die beiden aus. Aha. Was bringt dir das? Gar nichts, weil mit dem einen kann ich jetzt zum Mörser laufen. Da kannst du doch mit Alex auch. Ja, dann hauen sie genau das gleiche wieder drauf. Die hauen ja erst aufs Feldlazarett, dann haut der eine auf den, der als nächstes dran ist. Das ist das Problem. Ich darf mit Miko nicht so weit vorlaufen, weil dieses eine Ding hat nur eine bestimmte Reichweite. Okay. Das heißt, ich muss weit von weiter weg mit dem Mörser benutzen oder ich muss den allerersten mich da oben hinstellen. Eins von beiden. Das andere bleibt mir gar nicht übrig. Mit dem holst du jetzt erstmal den Mörser, der genau da auf dem Hügel ist. Weil das hat vorhin auch sehr gut geklappt. Das hat vorhin perfekt geklappt, ey, wenn dieser scheiß Pack nicht mehr. Dann haben sie nämlich versucht, auf den zu schießen und haben gar nichts getroffen. Ja eben, das ist es halt. So. So, wir laufen trotzdem, glaube ich, weiter. Jo. Ja, Alex, sag ruhig. Nö, passt schon. Mach mal, mach du mal. Aber diesmal komme ich weiter als vorhin. Du wolltest aber noch mit dem Mörser schießen, dachte ich. Jetzt kommt Leben in die Bude, Mann. Na, das passt. Ja, du triffst deine eigenen Leute, nee, fast. Echt. Das ist aber echt, das ist auch 5 Sekunden, ja, ist nicht viel, ne? So, das war jetzt nicht der beste Schuss, aber mal so. Der geht zu weit. Der geht eindeutig zu weit. So, mit Nico müsste ich eigentlich hinten stehen bleiben. Ich darf nicht zu weit nach vorne laufen. Weil den Fehler haben wir ja gerade gemacht. Stell dich ins Wasser, das ist immer ein guter Trick. An den Zipfel da rechts. Da in den Zipfel gehst du rein, ganz an die Spitze. So. So. Und jetzt schießt du mit dem Mörser. Mit dem Mörser. Ey, das wurmt mich immer noch, ne? Dieser scheiß Bug, ey. Der Luftschlag, den du getroffen hast, der war auch gut.
Der ist auch zu kurz. Ich glaube das nicht, ey. Ja, das läuft nicht mehr so, ne? Nee, das ist diesen Bug, ey. Das ist der scheiß Bug. Ich schiebe jetzt alles auf diesen scheiß Bug. Ja, schieß auf das andere Geschütz. Gute Idee. Das wäre auch geil. Minen legt der. Ja, das geht. Das geht. Aus dem Weg. Die Minen kann man ja stoppen, ne? Und das ist der Anpfiff. Du kannst sie doch sehen. Ach nee, guck mal, jetzt bist du nicht mit Alex dahin gelaufen. Jetzt kannst du die nicht sehen. Scheiße. Aber der hat die Mörser noch, von daher kann ich immer noch aus weiter Entfernung drauf. Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt mit dem dich da hinstellen würdest? Der kann die sehen. Der kann die sehen. Du hast das andere Schwein, dann werden die trotzdem angezeigt, ja, weil der andere daneben, ja, steht. Ja, ne? Ja. Dann würde ich einfach den jetzt daneben stellen. Dann kannst du gleich behutsam mit dem Arm weitergehen. Die Frage ist jetzt nur, wohin kommen die? Ich weiß ja nicht, wie weit die Ausdehnung von den Dingern sind. Pass ein bisschen auf jetzt. Da darfst du nicht rein. So, jetzt geh ein Stück nach vorne. So. So, da bleibst du stehen. Geh ein Stück zurück. Ja, es passt. Okay. So, dann kannst du. Aber viele Minen werden ja nicht gelegt, ne? Mhm. Ich habe gerade, da liegen mehr. Den braucht man sich eigentlich gar nicht kümmern. Den kann man ja eigentlich ganz zum Schluss erledigen. Weil der hat ja nur ein Gewehr. Die Schweinepest. Ja, Granaten hat er nicht. Das stärkste Waffe ist eigentlich hier das Gewehr. Bei der Scharfschützengewehr kriegen sie erst, wenn sie Scharfschütze sind, wie das Wort ja auch sagt. Mhm. Was liegt denn an? Und klauen kann er theoretisch einmal. Zweimal, ne? Mit dem Sunny. Oder? Ne, klauen. Ja, und zweimal klauen, was machen die nicht? Was mache ich mit dem Sanitäter jetzt? Du könntest den Typ. Ja, weiß ich. Schmeiß irgendwas da hoch. Zu den Geschützen. Kletter hier rechts hoch. Und schmeißt eine Granate da rein oder so. Was ist eigentlich in der Kiste da drin? Weißt du? Richtig, da ist ein Mörser drin, oder? Ja, das ist in dem hier drin, aber was ist da? Achso. Das ist eine Medizinkiste. Ich bin geflasht von diesem Soundpack. So, jetzt stell Granate. Hoch, 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 hoch und werfen. Volles Rohr drauf. Nu kriegst du aber mein Guts da. Dong. Jetzt der arme Dave. Ich glaube, der geht gar nicht mehr auf Dave. Nee, er ist rechts. Die gehen. Nein, 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 nein. Weigere dich, weigere dich, weigere dich, weigere dich. Noch mehr Minen. Nochmal Minen. Im Namen der Föderation. Genau. Wenn die auch so gut treffen wie die anderen, ist er gut. Sogar besser. Was liegt da? Scheiße. Ja, war nur eine Explosion, das geht. So, was hast du eigentlich? Scharfschütze. Ich muss da drauf. Das ist. So langsam muss mal einer an den glauben. Boah, das wird voll krass. Also, musst das Teil auch mal treffen. Das wäre auch cool. So, komm, geh raus da. Ey, was machen die eigentlich für ein Zirkus? Der geht jetzt auf Dave. Alles Rohr drauf. Zu weit, oder? Nein, das ist ja. Oh. So, kommt man doch noch oben! Du bist oben! Cool. Ja, super. Ja, super, das hilft. Jetzt musst du da durch, ja. Entweder rechts oder links vorbei. Das hat keinen Sinn. Nein! Weil ihr seid Mine, das war nicht clever, man hätte mit dem Mörser draufhalten sollen. Sich gar nicht bewegen sollen. Das soll ich lieber dir überlassen. Ja. Und nu? Und nu? Genau, der. Hast du gleich den zweiten Tod? Ach, jetzt steht da oben mir noch jemand. Ey, es gibt es nicht, ey. Ihr läuft ja alles schief. Ja, aber jetzt musst du das. Ja, musst du halt versuchen, ne? Ohne deinen zu treffen. Wenn du jetzt Dave tötest, dann lache ich. Vor allem Dave hat ihn. Ja, eben. Es gibt's doch nicht!
Aber dann müsst, da fällt nicht mal eine Kiste runter. Gar nicht. Ey, so verarschen. Ja, genau! Halt noch mehr drauf! Das könnte böse enden. Das gibt es echt nicht, ey. Voll das Inferno. Das gibt es nicht. Phil ist tot. Und der andere wäre auch gestorben. Du! Ja, es gibt's nicht. Die erste Runde, die war so gut. Und die zweite ist zum Katastrophe, ey. Und die dritte, will ich gar nicht mehr reden. Und er kriegt wieder die Arschkarte. Ja, was machst du diesmal? Oh. Das ist doch echt Dreck, ey. Weißt du was, diesmal laufen wir ganz zum Schluss. Den triffst du das Ding? Ja. Jetzt kommt Leben in die Bude, das ist getroffen. Okay. Sag ich doch. Knapp, aber knapp getroffen. Ne, der trifft, glaube ich, nicht. Alles ist Captain. Ich bin an der Ehre. So, der muss Mörser. Geh wieder ins Wasser. Ich bin ja schon am Wasser. Ja, geh an die Spitze. Geh, treib's auf die Spitze, komm. Hier ist auch eine gute Stelle. Geh auf diesen kleinen Knubbel da. Da, ja. So. Ich sehe schon die Kommentare, du bist unfähig. So. Das ist zu weit, das ist zu weit. Ja, du musst den Berg mit einkalkulieren, das vergisst du. Beim Rückweg. Oh Gott, dann mach, dann mach. Das ist der Knackpunkt. Ich treffe hier den Zeppelin da oben. Bestimmt, bestimmt. Dies ist zu kurz. Ja. Na, normalerweise geht der ja nochmal runter, aber diese Flugbahn fehlt mir ja quasi. So wirklich. Oh, oh. Auf wen schießt der? Den da hinten. Den trifft er aber bei Weitem nicht. Der trifft an den Bildschirmrand. Und das, ja, das ist war gut gemacht. So. So, Alex muss da durchlaufen, weil das ist ein Minenleger. Leger. Minenseher. Hilfe. Minen. What? Einfach durchlaufen. Laufen, laufen, laufen. Der muss zum Orden. Der muss aber jetzt nicht zum Orden. Der kann auch später zum Orden. Nee, aber einer, dann brauchst du ja hinterher nochmal 3-4 Runden. Ich würde schon mal loslaufen. Gut, das bist ja du. Wenn du stirbst, sag ich. Ja, dann kommst du nachher wenigstens nächste Runde schon hin. Denk an die 100er Abziehwaffe, wie die auch immer heißt. Ja, du kannst dich aber auch nicht tarnen. Kann ich nicht, nein. Alexa läuft. Du müsstest Kilometergeld beantragen. Ja, ist gut. Für ihn Kilometer 5 Euro. Ja, das ist gut. Das ist echt nicht schlecht. Wenn es sowas geben würde, ich wäre schon stinkreich. Mhm. Okay. Hm, der könnte treffen. Zuerst schießen gilt nicht. Glaube ich nicht. Ah. Was liegt denn an? Kein Problem. Heil ihn mit der Hände und dann schießt du auf das Viech. Oder so. Und dann schießt du auf was? Auf das Viech? Ja, den da oben. Ah! Diese Spannung schon wieder bei dir. Ja, ich lieb das. Er wollte gerade ein unfreiwilliges Bad nehmen. Ja, die stinken ja auch alle. Wie so ein Schwein. Ja, eben. Aber kennst du dieses Phänomen, in Gastfolgen ist man immer am unproduktivsten? Oh ja, bei mir ist das fast immer so. Okay, dann. Ich sag aber nur fast, sag ich. Warum nur fast? Es gibt einige wenige Ausnahmen, wo ich mit Gast sogar sehr produktiv war. So, runter mit dir. Ich kann's aber nicht wirklich begründen. Weil die Konzentration auf was anderes liegt. Wahrscheinlich. Auf das Gespräch nämlich hauptsächlich. Ja, einmal war das bei Crash Twin Sanity mit dem Loveo. Da hat es sehr gut geklappt. Und auch bei der Jule. Was? Zieht das Ding ab? Was liegt an? Ey, das gibt's ja echt nicht. Der ist aber nicht gestorben. Nein, gerade, der ist nicht gestorben. Ich such den gerade. Also die Medizinkiste ist für ihn reserviert, würde ich sagen. Ja, für wen sonst? Das Geschütz ist kaputt. Meins. Boah, ich glaube nicht. Alter. Nee.
Wir haben sie jetzt so angekratzt. Solange die nicht auf Alex geht, ist alles gut. Der geht auf Alex. Scheiße! Mit dem 100 Ding bestimmt. Nein! Was ist das? Das ist die Waffe, glaube ich, an 60 abziehen. Das geht ja noch. Der trifft nicht das mal. Das ist gut. Ja, nee, ist klar. So, hol dir die Medizin. Und dann schießt du nochmal mit dem Sniper, dann ist das erste Geschütz kaputt. Das hatte ich vor. Finde ich gut. Gut. Sind wir uns einig? Phil flickt seine Schwarte. Ich finde diesen Satz immer schön. Vor allem, was flickt er denn? Hey, der ist ja kein Chirurg. Oder kein Arzt in dem Sinne. Ja, nee. Das hat sich jetzt so blöd gedreht, das Geschütz, und kommst kaum noch ran. Ja, wegen dem Zaun. So, tschüss. Wie weit die mal fliegen, ey. Oh, wieder fliegt. Boah. Noch weiter? Der wird jetzt, glaube ich, das Gewehr nehmen. Ja. Hast du denn schon einen Plan für die zweite Runde? Was meinst du? Wie du alles schaffen willst? Ich werde, glaube ich, die gleiche Taktik verfolgen wie sonst auch. So, Mörser. Das ist ein bisschen weiter als vorhin. Jetzt treffe ich wieder Luft. Aber immerhin 7. Ja, wow. 7 ist meine Glückszahl. Der ist dichter an Alex dran. Der könnte jetzt noch mal treffen. Nee, der ist weiter weg. Das war, glaube ich, der andere. Ich glaube, das war der andere. Ja, das war der andere, weil der sich gedreht hat. Ist das gerade verbuggt oder überlegt der da die ganze Zeit? Der überlegt die ganze Zeit. Man könnte das AX-10T auch benutzen, das Ding zu sprengen. Gleich fällt er wieder in das Teil rein. Dann rast dich aber aus. Nee. Der trifft seinen. Der trifft gar nichts. Nicht bewegen. Der Schuss geht in die nirgends. So, hoch da. Ich weiß, du bist, glaube ich, in die falsche Richtung damals gelaufen, oder? Das hatte ich auch einmal, ja. Oh, das könnte knapp werden, glaube ich, mit der Zeit. Ja, zumindest kannst du schon mal das HX-Dingensbummens holen. Das HX-Dingensbummens. Das schaffst du aber noch. Locker sogar. Hier rechts ist das Ding. Jetzt sprengst du gleich beide in die Luft. Ihn und das Geschütz und das Ding auf. Also drei Sachen machst du jetzt mit einem Streifen. So. Und jetzt geh runter zum Bäumchen. Und links, da. Nein, nicht zu weit. Ist das Ding auf? Ich glaube nämlich nicht. Weil sonst haben wir ein Problem. Was? Noch eins kriegen wir nicht. Jetzt gebe ich eine TNT drauf. Das hilft nicht. Genau! Genau rüber über den See. Ein Glück. Jetzt kannst du eine Runde heilen. Und ein unverwendiges Bad nehmen. Ja, das könnte der gebrauchen. Das gibt es nicht. Normalerweise habe ich immer keine Probleme mit dieser scheiß Mission gehabt. Ja, die war schon immer ein bisschen tricky. Den hier könntest du mal killen. 45. Was hat denn da noch? Das geht definitiv nicht gut. Mich interessiert nicht, was der hat. Der kriegt jetzt 45. 45 hat er. Öffentlich. 55. Hat sogar funktioniert, obwohl er weit weggeschossen wurde. Mhm. Der Dumbo. Den hättest du damit genau killen können. Oh nein! Jetzt hab das ich bringt doch nichts. Ja, aber auch ins Wasser. Ja, das bisschen. Wo schwimmt denn der noch hin? Dreht erstmal eine Runde, bevor er an Land geht. Ich beglaube den anderen. Nee, mach den doch unfähig, das ist doch gut. Dann kann der nichts mehr machen. Und dann kannst du dich um die anderen kümmern. Der hat nur noch 10, der andere. Gut, den klaust du jetzt. Das Tarne, toll. Aber das Gewehr. Na ja, gut. Und jetzt machst du den da platt. Und dann ist der am Geschütz dran. Ja. Der hat nur noch 10. Nimmst du irgendwas? Komm, nimm mir das Sniper. Hättest du das normale Gewehr nehmen können? Das zoomt nicht ran. Das um meine Augen zu schonen. Der Don ist hin. Was funktioniert bei dir besser, die Augen oder die Ohren? Gut so. Den Rest schaffst du auch. Ich würde sagen Augen. Augen, also siehst du besser, als du hörst. Ja, ich denk schon. Aber nur mit Brille.
meine jetzt... Ohne Brille bin ich blind. Das Ding ist nicht auf. Nein. Was macht der jetzt? Er versucht dich abzuschießen. Ich hoffe, der macht das Teil kaputt. Ach, schade. Das wäre geil, wenn er jetzt dagegen geschossen hätte. Das hätten sie nicht tun sollen. Nico, nur noch 57? Okay, mit 15 kann ich leben. Mach das Geschütz kaputt, dann kriegst du nicht kaputt. Ich kann den einen noch handlungsunfähiger machen, als er ohnehin schon ist. Da kommst du aber nicht hoch, oder? Doch. Wie viele Sachen hat er denn noch? Ich glaube nur noch eine. Ach, das hat die wohl auch noch gehabt. Messer? Gar nichts. Okay, jetzt hat er nichts mehr. Oh Mann, das ist immer geil, dieses Oh! Finde ich geil, das Geräusch. Warum drücke ich denn nicht X? Sag mal was. Fatz ist die Fresse dicht, ne? Gute Frage, du, weiß ich nicht. Gicht. So, der muss sich tarnen. Das ist interessant, wenn der auf meinen Spion geht, trifft er den nämlich. So, vielleicht. Der muss das Geschütz jetzt kaputt machen. Wenn du Glück hast, geht die Kiste mit auf. Das ist zu weit. Oder? Ja, das ist das Problem. Nach 5 Runden. Das ist noch zu kurz. Nee, das ist gut. Ey, das Teil ist auf. Juhu! Das klang fast wie ein Schwein. Juhu! Nur für dich. Nur für dich. Nein, nein. Das, genau das ist scheiße. Deswegen. Der darf nicht runterfliegen. Der darf vor allen Dingen. Nice, du darfst ihn wieder hochklettern. Oh! Das könnte. Und der humpelt jetzt auch noch. Das schaffst du nicht mal mehr von der Zeit. Das gibt es echt nicht, ey. Das gibt es nicht! Doch. Kriegst du zeitlich nicht hin. Ich muss ihn hier irgendwo parken. Da musst du das Geschütz abschmeißen. Weil du hast gesagt, das ist der Minenkollege. So wie ich selber sagst, oh, das ist der Minenkollege. Ja, dann musst du gleich eine Splittergranate oder so werfen. Irgendwie musst du da versuchen hinzukommen. Bleib hier hinter und werf eine. Das ist auch zu weit. Eben. Humpel so nah ran, wie es geht, und dann machst du jetzt die Granate. Komm sie zu. So ist gut. Ja, komm, das muss funktionieren. Der arme Alex. Zack, und schiss bitte. Und ich hoffe, dass er nicht da oben den Alex anschießt. Aber du musst jetzt noch eine ganze Runde warten, bis Alex das einsammeln kann. Kannst du irgendwie eine Medizinbombe hochwerfen zu Alex? Ja, das hatte ich jetzt nämlich auch vorgehabt. Ja, natürlich. Hier ist er, hier oben. Medizin. Da muss er stehen. Ball. Boah, das ist jetzt aber schwierig. So. Geh näher ran. Du musst ihn irgendwie sehen, bevor du wirfst. Das ist... Scheiße. Ja, da ist er irgendwo. Die ist so cool! Nein. Bitte schieß mit der Bazooka auf irgendeinen... Nee, weil der ist so dumm und down gegangen. Auf die Mauer! Auf die Mauer! Komm, sei so blöd! Genug der Warnschüsse. Alex ist tot. Ey, es gibt es doch nicht. Was ist denn das hier heute, ey? Das ist eine gute Situation, um die Dateien zu sichern. Oder? Nee, du willst das ja nicht. Du machst ja durch, ne? Du ziehst ja durch. oh Mann, ey. Das wird aber ein extra langer Part, wa? Ich glaube, ich schneide die ersten Fehlversuche irgendwie zurecht, ey. Oh, das wäre aber fies. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in der ersten Runde nicht einmal schneiden müssen, weil ich mich eigentlich ganz gut angestellt habe. Also dreimal bin ich nie in einer Mission gestorben, muss ich mal eben kurz so sagen. Ah. Zweimal. Zweimal war das höchste, glaube ich. Zweimal. Ah, deine Fehlversuche mit 27, die werde ich euch nicht unterbieten. Ja, das war ja, das ist ja alles lange her und das war ja auch das Replay. Das Replay, die zweite Runde, so. Jetzt kommt Leben in die Bude, ist zu weit, oder? Okay, der Kasten geht fast auf.
Die gehen eher aufs Lazarett. Manchmal treffen die das und manchmal treffen die es nicht. Manchmal ein bisschen. Ans Wasser und schießen. Mittlerweile müsstest du ja die Entfernung kennen. Das sagst du. Und müsstest du die Entfernung kennen. Ja. Diese erste Runde kotzt mich immer noch an. Glaube ich dir. Jawoll! Der war gut. So, raus mit dir da! Oh ne, oder? Danke. Hast du aber gut abgezogen, nur 4? Schon geil. Lazarett oder den hier vorne? Hier vorne. Okay. Boah, ich habe das Gefühl, das ist schon die zweite Runde, yay. Yeah. So gut wie die vierte. Nein, ich meine den zweiten Durchgang. Achso, was willst du denn erst im zweiten Durchgang sagen? Manchmal, wenn es schwerer wird, schreibt man sich mal besser an. Kennst du dieses Phänomen? Ja, doch, das gibt's. Weißt du noch, wie viele andere ungefähr hat? Hast du das jetzt gesehen noch? Das Geschütz? Das andere Geschütz, ja. 50, 60, glaube ich. Aber wenn du das eine kaputt machst, kriegt das andere auch was. 51 hat das eine nur noch. Aha. So. Lieber Alex! Splittergranate. Eins ist kaputt. Ich bin euer Davon gehe ich mal aus. Beide. Wie hast du denn 50 abgezogen damit? Die Splittergranate explodiert? Und dann kommen nochmal so extra Pfeile, ja. Die ziehen richtig viel ab bei Geschützen. Cool, das wusste ich gar nicht. So, jetzt sind die Geschütze weg. Jetzt haben wir noch ein kleineres Problem. Warum haben wir denn? Das. Warum sind wir nicht, warum sind wir nicht eher auf die Idee gekommen, ey? Mit der Splittergranate. Oh. Ja. Nein. Betrifft doch? Nee, doch. Nee. Ah. Panel. Was liegt denn an? Du hast ein Special auf Track? Ja, er darf wieder heilen. Ist ja sein Job. Ist der Job eines Sunnys. Endlich mal ein Schwein, das seinen Job ausüben darf. Das macht Dave doch gerne. Genießt er, den Nico. So. Wo sind jetzt die zwei Schweine geflogen? Hier unten ist keiner. Oh. Das sind auch Sätze, die man nur bei Frontschweine hört. Wo ist das Schwein geflogen? Da oben ist ein Schwein. Das kannst du auch töten. Sieht auch wieder nett an. Ich will Schweine töten. Ich will Schweine töten. Ja, der war gar nicht schlecht. Ich muss mich ja mal ein bisschen anstrengen hier. Ja. Also mitten in den Krater hast du den gebombt. Wie viel hat der noch? Tot. Ich greife nur ungern. Nein, der zu hat noch genug. Sag ich jetzt einfach mal. Der hat schon 40 abbekommen. Was liegt an? So, jetzt kannst du den theoretisch über dir töten. Der ist ja unter dir jetzt. Oder du machst ihn einfach kampfunfähig. Genau, jetzt kriegst du noch einen Taschendieb. Und dann lässt ihn einfach in Ruhe. Und jetzt kümmerst du dich lieber um die anderen. Die anderen beiden Nervensägen, ey. Der eine ist oben sogar geblieben, sehe ich gerade. Der eine ist oben geblieben, der andere ist runtergekommen. Ach, dann lass den da oben ruhig, ich glaube, der ist eh verwirrt. Diese Runde könnte tatsächlich was werden, du. Die wird definitiv jetzt was werden hier, da. Du musst übrigens noch ein Schwein hochschicken. Ich weiß. Ne? Fällt mir gerade mal so ein. 60 hat er noch, okay. Ah, das reicht. Boah, das wird voll krass, Alter. So, die Runde wird definitiv was hier. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr auf diese Mission. Auf dem Spiel schon, aber nicht mehr auf diese Mission, ey. Die ist doch so toll, die Mission, hast du erzählt. Aber der erste Durchgang war. Ich sag immer noch, der erste Durchgang war der beste. Ja, war er auch. Bis er abgestürzt ist. Oh oh. Der trifft. Auf wen geht der überhaupt? Eigentlich den da hinten, aber das kommt nicht an. Ja, nee, ist klar. Lass ihn in Ruhe. Ja, genau. Beklau ihn und dann lauf weg. Lauf hoch den Berg. Du bist nämlich recht dicht. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr erzählen, weil Alex erzählt genau das, was ich machen möchte.
Ja, ja, das sagst du immer nur dann, wenn ich dich auf die richtige Idee bringe. Du hast erst dann... Und dann, dann tarnst du dich gleich. Richtig. Weil dann schießt dich keiner an. Die nächste Mission ist doch dann hier, wo der eine gefangen ist, oder? Ja, in diesem kleinen Berg... Nee, das kommt nicht. Ach so, du meinst die mit dem Hügel da. Ja, alles klar. Diese grüne Welt. Wo auch im Minenfeld ein Orden, glaube ich, ist. Bist du schon oben? Oh, alter Schwede. So habe ich früher immer gezockt, immer auf der letzten Millisekunde. Ach, schade, dass ich explodieren könnte. Ein Double Kill geworden. Für den lässt du schön leben. Jetzt kannst du einen Double Kill machen. Lass den leben. Mach einen Double Kill. Aber hast du nicht gedacht, dass das halt nicht gerade so ausgeht, oder? Das hätte ich nicht gedacht, dass du da noch hinkommst. Nee, da habe ich echt nicht gerechnet. Du hättest dich da irgendwo getarnt, oder? Ja. Wahrscheinlich schon. Was machst denn du, ey? Rülpst du hier einfach, ey? Das war ein Versuch. Ah, okay. Passt. Ich hab nie was gehört. Ich glaube, du hättest lieber die anderen anschießen sollen, oder? Stirbt er. Der kriegt jetzt 20 Damage. Ach so, gut. Wie bei dem Jetpack, die Wirkung. Ich bin getroffen, Captain. Ah, okay. So, jetzt haben wir nur noch den da, der sich die ganze Zeit tat. Double Kill für Nico. Der hat ist ordentlich was in seiner. Ich weiß Wertung gar nicht, ob der gebracht. Das als Double Kill wertet. Ja, es sind auf jeden Fall zwei. Ja, aber den einen hat er nicht angeschossen. Deswegen. Ja, aber er hat den Tod verursacht. Ich glaube schon. Das ist doch keine Art. Er hat bestimmt jetzt gesagt, ich sehe die Zeichen eines großen Sieges. Enttäuscht er mich. Er hat rumgemockt, dass wir die Ohren liegen lassen. Achso. Also es wurmt mich in diese Mission, ganz ehrlich, ey. Oh. Hast du nächsten Montag wieder Zeit? Das sollte sich eigentlich... Dann haben wir eigentlich jetzt schon wieder die perfekte Zeit wieder gefunden. Aber sowas liebe ich ja. Das schaffen wir nicht. Schon gar nicht, wenn du hier versuchst, die halbe Ecke noch abzuschneiden. Was heißt hier ich? Du lenkst mich ja. Wo weißt du, wo der ist? Der scheiß Geheimdienstler? Der hat sich unten irgendwo getarnt. Da. Ach, in der tiefsten Ecke. Ja, auf jeden Fall hast du die Mission jetzt geschafft. Jetzt kann ja eigentlich nichts mehr gefährlich werden. Das müsste jetzt schon sehr, sehr blöd laufen, wenn du jetzt noch stirbst. Der meckert nur noch über die Orden rum. Ja, du kannst ihn ja schon mal ein bisschen ankratzen. Wo ist er denn jetzt? Da hat er sich versteckt. Nimm doch mal die Gewehrsalve. Die trifft sogar dreimal. Die erwisch ich. Hoffentlich. Die Gewehrsalve ist eigentlich vom Chirurgen die beste Waffe. Ja, die ist auch nicht verkehrt eigentlich. Willst, musste sie schon. Muss halt den nur auf einer geraden Fläche haben. Darf nicht wegrutschen oder so. Also der Gegner, nicht der Schild. Ja, das ist... Das Lazarett steht immer noch. Das ist auch selten, ne? Meistens geht das kaputt. Wollte ich zwar nicht mitnehmen, passt. Passt. Wollte ich nicht extra laufen für, habe ich Zeit Pass auf, dass du ihn nicht komplett tötest. Du musst den auch noch einsammeln. Der will dich umzingeln, von rechts, von links. Ey, ist ich voll klar. Vor allem, wie er sich tarnt. Hier wird eigentlich nur so ein Baum passen. Also, nee, Wüste gleich Kaktus. Alex? Alle Orden, die bist du doch da? Der Schlacht nicht gesammelt hast, nein, ich bin weg. Bist du wirklich weg? Ja, natürlich. Ich rede auch nicht. Merkst du doch. Pass auf, jetzt ist das Ding wieder nicht kaputt. Ich sehe schon kommen. Jetzt gehst du da unten zum Baum hin. Ist doch egal, wo ich hinlaufe. Ja, ist dir wurscht. Ja, Ding ist auf. Yay. Ich glaube, das HXCT reicht
Reicht es wirklich im Normalfall, wenn es wirklich perfekt liegt? Wenn du es richtig liegst, ja. Der Nico, was hat der für einen Auftrag? Oh, eigentlich ist dumm, dumm in der Gegend rum. Weißt du, ja, komm. Geh ins Lazarett. Der freute sich im Lazarett. Genau. Sieht auch schön aus. Diese Runden immer tarnen. So, Alex, du darfst es beenden. Yay! Ja gut, zumindest kriege ich den Orden und dann gucken, ob du ihn noch tot kriegst. Wäre schön. So. Boah, das ist doch jetzt. Das lief ohne Probleme. Bring ihn um! Ich könnte jetzt fies sein und zwei Minen dahin legen. Was explodiert eigentlich eher? Das Dynamit oder die Minen? Zuerst geht das Dynamit hoch und dann geht die Mine. Da ist noch einer von uns neben, das weißt du, ne? Ja, mach einfach. Also, wenn der jetzt stirbt, ja, dann, ja, die haben beide was abbekommen. Ich habe einen Schwimmen gehört. Das tut doch weh. Ach, der Dave hat mich gerade angeschrieben. Der echte Dave? Ja. Habe ich gerade per Steam gesehen. Ah. Schau mal ganz kurz. Hey, ich wollte dich auch mal in einer Aufnahme anschreiben. Hallo Dave, falls du das siehst. Schöne Grüße. Nur ich kann zurückschreiben. Ja, schreib ihm mal zurück. Schöne Grüße vom Alex. Warte, ich schreib mal ganz kurz. Das geht ja eh. Die richtige Tarnung. Form. Hey, du da. Ja, genau du. Du fällst ja auf wie Bulette in der Salatbar. Versuch mal, dich zu tarnen. Reflexionen. Alles kann Licht reflektieren, von der Gürtelschnalle bis zum Fernglas. Merk es, bevor es andere tun. Umrisse. Kopf- und Schulterform sind unverkennbar. Selbst ein ungetarnter Helm zieht ungewünschte Aufmerksamkeit an. Lasst euch was einfallen. Geräusche. Verhaltet euch bei Patrouillengängen ruhig. Geräusche sind kilometerweit zu hören, besonders bei Nacht. Spart euch die Worte, lernt die Gesten. Wann immer es geht, sollte ein Handzeichen dem gesprochenen Wort vorgezogen werden. Unsere Truppen vernichtet. General, die Nachricht kenne ich ja gar nicht. Versteckt sich Regierung, ups. Kennst du die? Weil das ist eine Negativschlagzeile. Eigentlich ja, ne? Gut, alles läuft nach oder? Plan. Das hat mich jetzt gewundert. Mich hätte es nicht gewundert, wenn ein Soldat abgesprungen wäre. Um die Moral deiner Truppe zu stärken. Von hier an könnte es ja, die Frage ist eigentlich ganz einfach, was wir hier machen. Wir befördern die anderen beiden. Den Rest, genau. Das war eine Negativschlagzeile, das hatte ich noch nicht.